sagen, Treue ist mir wichtig, sogar sehr wichtig. Aber wie wenig sind wir uns vielleicht selber nicht treu? Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir gar nicht mehr wissen, was uns gut tut, weil wir uns verlaufen haben im Lebensweg, durch was auch immer. Und Sie, liebe Frau Julia Bläser, als Bewusstseinscoach, helfen uns heute auf die Sprünge, wieder mal mehr ins Fühlen zu kommen, statt zu denken. Schön, dass Sie da sind. Danke. Wir möchten uns noch viel mehr bewusst machen, nämlich was mir gut tut. Wenn man so sagt, sei doch mal egoistisch, wird das eigentlich sehr verpönt. Setz dich an die erste Stelle, ist jetzt auch nicht so, wo jeder sagt, ja, mach das doch endlich mal. Ist auch nicht so mit Begeisterung rufen verbunden. Wir lernen ja das überhaupt nicht. Wann verlieren, sind wir uns irgendwann mal bewusst? Oder wäre es wichtig, es schon sehr früh zu lernen, mir bewusster zu sein, was ich eigentlich will? Also da ich ja Mutter auch von einem vierjährigen Jungen bin, stelle ich fest, dass die Kinder das von Natur aus natürlich haben. Also die folgen ihren Impulsen, die hören auf ihre Herzensstimme und wenn die, sag ich mal, ein Bedürfnis haben, dann äußern die das auch sofort. Und die haben nicht das Gefühl, egoistisch zu sein, sondern ganz im Gegenteil, die leben das aus, was sie also für Bedürfnisse haben. Und das versuche ich dann eben auch vielen Erwachsenen wieder zu vermitteln, ja, dass wir auch auf uns hören dürfen. Also es ist ein gesunder Egoismus, den ich da versuche anzuleiten. Das heißt, nicht so mit der Brechstange dran zu gehen, sondern wenn ich ganz gut bei mir bleibe und achtsam bin, ist es ja auch ökologisch fürs System, für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten des Systems sehr wertvoll, ja. Wenn ich aber die größte Herausforderung jetzt betrachte, nochmal bei Ihnen, Julia Bläser, was hält mich denn am meisten von mir ab, dass ich es nicht kann? Ich selbst. Also mein Gedankengut, das, was ich gelernt habe, also ich unterliege Mustern und Prägungen, das fängt mit dem Elternhaus an und endet dann irgendwann, also im Erwachsenendasein. Und dann stelle ich die Frage oder stelle ich fest, Mensch, ich lebe gar nicht so das, was ich eigentlich will, also was mein Herz will. Ja. Bläser nochmal, ich gehe in den Ruhestand und habe überhaupt gar keine Idee mehr, weil ich habe mich verloren. Wo wäre der Weg dann oder was müsste ich machen, dass ich wieder mehr bewusst werde? Was muss ich in Balance bringen oder verstehen? Also es ist eigentlich unabhängig vom Alter. Ja, ob ich in den Ruhestand gehe oder mit 35, 40 eine Trennung gerade habe und so meine erste Krise durchlebe. Ich darf mich dann schon fragen, wo ist meine Berufung? Wenn das immer gesellschaftskonform war, was ich gemacht habe, also dass ich meinen Eltern gefallen wollte und mein Berufsleben vielleicht 20 Jahre anders ausgerichtet habe, als ich wirklich vom Herzen her das gefühlt habe, dann ist es vielleicht dann doch eine gute Idee, mit dem Kochen dann einzusteigen, ja, und eventuell ein Catering aufzumachen. Oder eine Kochschule oder irgendwas zu machen, was das befriedigt, diesen Anteil in mir, der nie gelebt wurde. Ja. Also es geht wirklich darum, bei sich zu gucken, was erfüllt mich oder nährt mich wieder. Noch einen ganz kurzen Sprung zu Ihnen. Alternative ist immer bei mir zu bleiben, würden Sie sagen, liebe Julia Bläser, als Bewusstseinscoach. Wenn ich mir überlege, wie kann ich das denn lernen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss hier so mit der Brechstange dran gehen. Was braucht es da? Ne? Frauen in den Familien, aber auch Menschen, die sagen so, ich will was verändern, ne? Die dann nicht den Job mal schnell schmeißen wollen. Also wie können wir es vielleicht ein bisschen gesünder machen? Also es ist so wie ein Musiker, der sein Musikstück einübt, ja, oder ein Sportler, der trainiert. Also es geht halt nicht von heute auf morgen, das empfehle ich auch nicht. Also mit der Brechstange ist immer ungünstig, hat man sehr viele Streuverluste. Aber man kann, sag ich mal, Step by Step sich dann schon so ein Trainingsprogramm auferlegen und dann in die Veränderung kommen. Und das geht halt nur, wenn ich 150% mitbringe. Ja, und 100% weiß, was ich will. Ja, genau. Und dann kann ich den Körper mitnehmen. Also ich ergänze mich sehr, sehr gerne mit körperlichen alternativen Methoden, weil das halt sehr wichtig ist, in Balance zu sein, ganzheitlich. Ne? Genau. So, und wir gehen jetzt in eine Bläser. Bewusstseinscoach. Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Das heißt, die Gedanken mal nicht als das Wichtigste erachten. Wenn wir sagen, ich beobachte halt Teilnehmer oft, die völlig frustriert sind, die so positives Denken trainieren. Was ist Ihr Ansatz da, um da wirklich einzugreifen und da wieder Zufriedenheit zu schaffen, die uns ja dann fehlt? Also es gibt diese Trainings, die Sie meinen jetzt, dieses mentale Training. Ich habe festgestellt, also auch bei mir selber festgestellt, dass es nicht funktioniert. Also ich kann mir nicht schön denken, also ich muss es einmal fühlen. Und wenn ich das so ähnlich auch, also nicht im Gefühl verankert habe, also das Gute wie das Schlechte, ich versuche natürlich das Negative oder das Hinderliche zu bereinigen, um dann Gutes zu installieren. Aber es geht meines Erachtens nur, wenn ich das wirklich tief fühle. So wie Trauer und Liebe, das sind Gefühle. Alles andere sind durch Gedanken erschaffene Emotionen. Wut, Hass, Neid, Ohnmacht, das sind ja alles emotionale Dinge. Wenn ich nicht bei mir bin, werde ich ja meistens unzufrieden und grantelig.
und erfasst das ja oft gar nicht, was da ist. Mhm. Wie geht der Weg dahin, das zu verstehen, wer bin ich und wie komme ich da wieder raus? Was wären da so die ersten Schritte, die ich gehen sollte? Gut, also auch ich empfehle erstmal, mit sich in Kontakt zu kommen. Mhm. Teilweise auch über solche Praktiken. Ich leite zum Beispiel in Trancen an, also in den Alpha-Zustand zu kommen. Das heißt, das Bewusstsein etwas runterzufahren, aus diesem totalen konzentrierten Bewusstsein, Wachbewusstsein herauszugehen. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit dem Unterbewusstsein erstmal in Kontakt zu kommen. Ne? Also mich wirklich, also meine Stimme wahrzunehmen. Meine Stimme, mich wieder wahrzunehmen und zu hören, was ist. Wir haben ja immer dieses erste Bauchgefühl. Ja. Und dann fängt da oben einer an zu reden, der uns totlabert und meistens ablenkt. Wie können wir da in Kommunikation geraten oder was ist so da Ihre Empfehlung zu sagen, wie verbinde ich das jetzt besser miteinander? Weil beides hat ja sein Recht. Ja, ja, ich empfehle nicht, das Denken auszuschalten. Ne? Also nur fühlen ist auch nicht ganz so gut. Also wenn ich, sag ich mal, den Verstand meinem Herzen eher folgen lasse, also den zur Planung, zur Umsetzung, also etwas ins Tun bringen nutze, dann habe ich den Verstand richtig eingesetzt. Aber wenn ich den überlagere, also übers Herz überlagere, dann, sag ich mal, verrate ich so ein bisschen meine Herzensstimme und das kennen wir auch alle. Das heißt, wenn wir unser Herzgefühl nicht leben, dann kommt das an einer anderen Stelle manchmal wieder raus. Und zwar auch körperlich, dann über gewisse Symptome. Mhm. Denn wir haben ja ein gutes Feeling. Ne? Ja. Das ist ja nicht so, dass wir das nicht haben. Mhm. Die Frage ist jetzt, ein kleiner Tipp, wie kriege ich, also mein erster Impuls ist ja, und jetzt kommt halt eine Fanfare an tollen Argumenten, die mich nicht wirklich dahin bringen, sondern vielleicht auch wegbringen von dem. Wie kriege ich da Ruhe rein? Kleiner Tipp für unsere Zuschauer, damit die jetzt demnächst ganz entspannt sich schon mal bewusst werden können, um neue Entscheidungen zu treffen. Also ich liebe so eine Meditation, die geht 5 Minuten lang Gedankenleere erschaffen. Tiefenatmung üben, wirklich mal so die Hand auf den Brustkorb legen, in der Atmung die Konzentration finden und dann die Ruhe finden. Und dann kann man sich so eine Gedankenleere erschaffen, das gibt es sicherlich als Meditation auch schnell zu erlernen. Das hilft ungemein. Ein schöner Tipp, einfach mal durchzuatmen. Ja, Atmung ist ideal. Ja, Atmen ist eine schöne Sache. Mhm. Machen wir oft nicht. Wir halten nämlich meistens die Luft an. Ja. Ne? Nicht hier im Studio, aber manchmal halten wir die Luft an. Und dann ist es echt schwierig. Wenn ich mein Bewusstsein steuern möchte oder dieses egoistische Narzisst, du bist Narzisst, wenn du an dich bist. Was gibt es da so eine Idee nochmal, Mut zu machen, bei sich zu bleiben? Das ist ja, haben wir verlernt, oder? Ja, also wir trauen uns das vielleicht auch nicht. Also Narzissmus ist natürlich eine Persönlichkeitsstörung, das ist damit nicht zu verwechseln. Mhm. Und Egoismus in allen Facetten des Lebens kann man nicht ausleben. Wenn ich in Systemen lebe, arbeite, dann darf ich natürlich auch ein Teil davon bleiben. Aber trotzdem bei sich zu bleiben und zu sagen, das tut mir jetzt gut. Und damit hast du natürlich eine Resonanz für deine gesamte Familie oder für deinen Freundeskreis, auch für dein Arbeitsumfeld geschaffen. Ja, du tust den anderen nämlich dann auch gut. Ja. Wenn ich mich an erster Stelle setze, würden Sie jetzt sagen, dann tue ich nicht nur mir, sondern auch den anderen gut. Dafür danke ich Ihnen für die Inspiration in dieser Show heute und in unserer Sendung. Liebe Frau Julia Blesser, als Bewusstseinscoach sind Sie unterwegs und helfen, dass ich mich an erster Stelle entspannt setzen kann. Ja, danke Ihnen. Als Bewusstseinscoach unterstützen Sie wirklich, dass ich mir bewusst werde. Hört sich immer so schön an. Ne, ich denke ja, glaube ich mir, ich bin mir bewusst. Das könnte auch woanders hinführen. Wenn ich Hilfe brauche, wo würde ich die jetzt finden oder wie würde ich anfangen, mich auf den Weg zu machen? Sie haben vorhin schon in der Show so schön gesagt, das ist wie ein Instrument zu lernen. Was wären die ersten Schritte? Ja, man kann über das Selbstcoaching gehen. Das heißt, ich kann zum Beispiel mir ein Buch kaufen, was ich auch im Internet finden werde oder auch in einer guten Buchhandlung und erstmal schauen, okay, was tut mir überhaupt gut? Ich kann Meditationen erlernen, das kann man online machen, das kann man offline machen, es gibt Kurse. Also wenn ich eher ein Typ bin, der das in einer Gruppe machen möchte, dann mache ich das so. Oder ich habe wenig Zeit, dann hole ich mir das entsprechend im Internet. Und dann kann ich natürlich auch 1:1 Coachings im Internet finden. Bewusstseinscoaching ist kein seltener Begriff, das gibt es mittlerweile häufiger, dass man sich im Bewusstsein oder, ja, ich sag mal, coachen lassen kann. Mhm. Aber das Wort, lass uns das Wort nochmal Bewusstsein auseinander dividieren mal jetzt nochmal. Was bedeutet das, ich bin mir bewusst? Also es wird ja auch, da gibt es ja viele, die müsste ich ja jetzt unterscheiden können. Also wie definieren Sie, ich bin mir bewusst? Also Bewusstsein ist ja erstmal, ich bin mir über eine Sache gewiss oder gewahr. Das, was wir im Bewusstsein haben, damit beschäftigen wir uns aktuell. Also ich kann mir ein augenblickliches Bewusstsein schaffen. Ich kann das
sehr schlecht machen, also dass es mir auch schlecht geht, oder ich fokussiere mein Bewusstsein auf das, womit es mir gut geht. Das ist das erste Bewusstsein. Aber wir haben ja auch noch das Unterbewusstsein. Das, was so keiner weiß oder wo er es jetzt findet, es ist kein Ort ansässig. Aber ich kann natürlich damit in Kontakt kommen, wenn ich mich bemühe, mal in die Stille zu gehen. Dann kann ich mit diesem Unterbewusstsein kommunizieren, was wir auch in Hypnose und in Trancen eben kennenlernen. Wenn ich jetzt erfolgreich sein möchte, was wäre Ihre Form zu sagen, wann könnte ich richtig erfolgreich sein? Was ist die Basis? Bewusstsein oder Bewusstsein des Unterbewusstseins? Also ich brauche ein Erfolgsbewusstsein. Die Leute, die Erfolg haben, die stehen hinter sich selbst, hinter dem, was sie tun. Und wenn dann Zweifler kommen, dann fallen die auch nicht direkt um. Und wenn sie umfallen, stehen sie wieder auf und wiederholen Dinge, verändern die und kommen dadurch in eine super Entwicklung. Aber sie bleiben teilweise bei sich und bei diesen Wünschen, die sie auf diesen Weg geführt haben. Wobei sie aber, das glaube ich, sie würden auch nicht sagen, dass sie das verbissen machen, sondern sie sind, wenn sie sich bewusst sind, sehr flexibel, schauen nochmal nach, prüfen nach und finden dann ihren neuen Rhythmus auf ihrem Erfolgsweg. Also die reiten nicht das Pferd tot oder ein totes Pferd lebendig. Ne? Nein, um Gottes Willen. Also das ist Entwicklung und das macht es nachher aus, wenn wir wachsen wollen, dass wir eben nicht stillstehen. Stillstand und Starre, das ist... Das ist im Extremfall Rückgang. Ja. Das ist das Schlimmere dabei, da geht es rückwärts.